Hallöchen meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Finders Baustellenwelt. Und hier habe ich mein Lieblingsset des Jahres und ich bin so froh, dass ich das nochmal aufbauen darf. Hierbei handelt es sich um die Tierrettungsmission aus der zweiten Jahreshälfte 2022. Das Set ist ab 6 Jahren, hat die Setnummer 60353, enthält 246 coole Teile und macht richtig viel Freude und wir zeigen euch gleich wieso. Hier hinten gibt es schon mal einen kleinen Ausblick. Das sind einige Varianten, wie man das Fahrzeug umbauen kann. Und hier könnt ihr schon mal sehen und erahnen, was denn da so für Teile drin sind. Und die sind das Highlight. Finder möchte es aufbauen. Na, dann hol mal die Anleitung raus. Da ist doch gar keine drin. Warum nicht? Na, weil das so ein ganz besonderes ist. Da hat man nämlich eine ganz besondere Anleitung auf dem Tablet. Genau, da spielt man die Mission auf dem Tablet durch. Das heißt, für den Bau brauchen die Kinder das Tablet oder Handy oder wie auch immer. Tablet ist schöner. Danach allerdings nie wieder. Es sind 5 nummerierte Tüten dabei, also 5 Bauschritte. In der digitalen Anleitung sind es allerdings, glaube ich, 7 oder 8 Missionen gewesen, die man gespielt hat. Und für alle, die die Lego-Bauanleitungs-App noch nicht haben, ein bisschen QR-Code, den kann man einfach scannen, runterladen, fertig. Ich habe in der Lego-Bauanleitungs-App einfach die Setnummer eingegeben. Dann sind hier die Missionen. Und dann steht hier Missionen starten. Das ist dann quasi die Anleitung. So, zur Knistervermeidung habe ich den Inhalt von Tüte 1 schon mal ausgekippt. Hier sind 2 lange Teile noch dabei. Und so sieht das in der App dann aus. Hallo ihr! Ich bin Jessica Scharf, Naturfan und Abenteurerin. Und das ist Handy, ein Pantherbaby. Danke, dass du dich für die Arbeit in der Tierrettung interessierst. Ich habe heute den berühmten Naturfilmer Wolfgang Doppelpiep eingeladen, uns bei der sicheren Auswilderung von Tieren zu begleiten. Oh, hallo! Wilde Wildnis-Moderator Wolfgang Doppelpiep, zu deinen Diensten. Es sei denn, dein Fahrzeug muss gewartet werden. Ich habe nämlich selbst Probleme mit dem Motor. Der hat mit seinem Krach eine wunderbare, hübsche Elefantenherde verärgert. Und eine eh schon wütende Nashornherde hat er noch wütender gemacht. Immer schön dran denken. Hier sind all die wilden Tiere zu Hause. Bist du freundlich und respektvoll, behandeln sie dich auch so. Siehst du? Dass die Eule unser Fahrzeug in Ruhe gelassen hat, ist ein Zeichen von Freundschaft und Respekt. Oho, was für wunderbare Klamotten und Geräte für die Tierrettung. Such einfach aus, was dir gefällt. Wen haben wir hier? Das ist der Filmer, Fotograf. Und das ist eine Tierpflegerin. Oh, hübsche dunkelblaue Beine. Du siehst gut aus, wie ein Profi von der Tierrettung. Probier doch mal die Kamera und mach ein paar Bilder. Und jetzt ist die erste Spielunterbrechung. Bitten wir doch einfach Jessica um Hilfe. Ich habe gehört, sie hat eine Werkstatt hier irgendwo in der Gegend. Ich habe schon darauf gewartet, dass du hier aufkreuzt. Ich habe da was für dich. Schau mal in Tüte 2. Ich helfe dir bei den Grundlagen. Danach kannst du dazu bauen, was immer du möchtest. Jetzt hat man hier einen Haufen Teile und jetzt wird das Grundgerüst des Autos einfach mit der Anleitung aufgebaut, damit die Kinder alle eine solide Basis haben, um dann ihre Mission damit spielen zu können. Finma ist gerade noch beim Aufbauen und hat festgestellt, dass Lego diesen Fehler jetzt ausgemerzt hat. Weil als wir die Mission im Juni und Juli gedreht haben, waren alle durchsichtigen Teile unsichtbar und Finma musste raten, welche Teile jetzt gebraucht werden, weil sie erst im nächsten Schritt gezeigt wurden. Da waren die hier quasi nicht zu sehen bei der Teileliste. Und da war dann halt nur hier, als es eingebaut wurde, zu sehen, was es wird. Und jetzt wurde das ausgemerzt und auch hier oben sind sie wieder da. Sehr schön. Fehler wurde korrigiert. Finma hat das Fahrzeug schon mal getestet. Es ist auf jeden Fall super solide gebaut, schöne große Teile. Definitiv auch was für Anfänger. Also auch wenn auf der Box steht ab 6, ich empfehle es ab 4. Nach dem Nest zu urteilen, lebt in diesem Baum die bemerkenswerte Waldeule. Mal sehen, ob wir ein Interview bekommen mit diesem weisen, alten Vogel. Ist wohl keiner zu Hause. Sümpfe sind das ideale Jagdrevier für Krokodile.
Ja, ich wäre gerade in großer Gefahr, wenn es, was nicht der Fall ist, Krokodile gäbe in der Nähe von diesem Sumpf. Was aber nicht so ist. Warum auch immer. Wir müssen die armen Tiere finden, und zwar schnell. Wie Jessica berichtet, sind einige von ihnen noch nicht fit genug. Sie sind noch nicht reif dafür, ausgebildet zu werden. Die Tüftlerin hat eine kleine Besonderheit, die benutzt nämlich ein Hörgerät. Unter ihren walligen Haaren sieht man es gleich nicht mehr, aber schön, dass es das gibt. Ich glaube, es soll die Spuren finden. Spuren finden, stimmt. Ha. Voll ausgerüstetes Fahrzeug. Damit kann man alle Spuren finden. Hallo, mitten aus der Innenstadt. Wir haben gerade erfahren, dass eine kurzsichtige Waldeule den Verkehr aufhält. Mit Eulenschied. Finbar konnte sich wieder nicht entscheiden, wie er die Eule rettet. Hier haben wir eine Hubbühne, eine lange Leiter, Hubschrauberblätter. Die Teile sind alle komplett im Set drin. Das heißt, da haben wir jetzt nichts irgendwie aus unseren Beständen genommen. Das ist alles mit dabei. Und das meine ich, da sind wirklich tolle Teile drin. Richtig viel Spielspaß. Hast du die Eule denn retten können? Ja. Finbar hat das Panda-Baby gerettet. Nicht Panda, Panther. Auf jeden Fall sitzte das süße kleine Panda-Baby und wurde mit Fleisch angelockt. So, fertig. Na dann. Ich glaube, der Hase wurde gefangen. Na, wen hast du denn da gerettet? Na, das kleine Krokodil. Ein Krokodilsbaby. Da ist ein großes Krokodil dazugekommen. Da ist das Auto doch glatt zu klein. Naja, hab's immer noch hingekriegt. Ja. Das ist echt cool. Da gibt es so viele Varianten, das zu bauen. Wir bringen die Krokodile in die Tierrettung. Da sind sie gut aufgehoben. Hiermit möchte ich dir zeigen, was für ein großer Held du bist. Herzlichen Glückwunsch, Tierretter! Die meisten Fahrzeuge von Lego sind ja mittlerweile so, sie sind einmal aufgebaut und das war's. Dieses hier ist wirklich speziell dafür ausgelegt, immer wieder für neue Spielwelten umgebaut zu werden. Wir haben hier so ein Häschen ohne Gesicht. Also, ich würde ja sagen Kuscheltier. Wir haben eine braune Eule, einen Feldhasen, ein Pantherbaby, einen pinken Frosch und Krokodilmama und Krokodilkind. Total cool. Also allein die Tiere hätten gereicht, dass ich es auf jeden Fall gekauft hätte für Finbar. Weil Lego mit Tieren ja leider sehr, sehr sparsam ist. Aber das ist ein 30-Euro-Set, das dürft ihr nicht vergessen. Und hier sind 1, 2, 3, 4, 5 richtig tolle Tiere schon allein drin. Aber damit hört es halt nicht auf. Ein solides Auto? Ja, okay, könnte man denken, ist ja nur ein Auto. Aber was da alles noch so an Teilen mit drin ist, klar, mal eine Ampel. Leitern, Geländer, Pflanzenteile, ein goldener Pokal, Propellerblätter. Hier so ein Ding für eine Hubarbeitsbühne. Hier ist eine Schaufel, eine Trage. Was auf jeden Fall richtig cool ist bei den drei Missionen, die Lego im Juli 2022 rausgebracht hat, ist, dass man nicht diese übliche Verpackung hat, die man so seitlich aufrupft, sondern man hat hier so eine schöne Möglichkeit, das aufzuklappen. Animiert also tatsächlich zum Aufräumen und ist auch super praktisch. Ist ziemlich dicht, da sind Mini-Spalten, aber da fällt nichts raus. Und so sind die Teile für das Set immer alle zusammen. Total cool. Hast du noch was dazu zu sagen? Das allerbeste Set, das Lego je gemacht hat. Ja, es ist wirklich... Das ist definitiv mein Platz 1. Und zwar nicht nur aus 2022, sondern von allen Lego-Sets, die wir bisher gekauft haben, ist das hier mein absoluter Favorit. Es ist ein fantastisches Set. Und ja, man baut es mit App auf, aber danach, sobald es einmal durchgespielt ist, die Mission, ist die App komplett vergessen und wird nicht mehr gebraucht. Die Ideen bleiben den Kindern aber, nicht wahr? Ja, ich kann die einfach nicht vergessen. Die sind so super. Und du baust vor allem immer wieder neu um und spielst was Neues damit. Irgendwie habe ich jeden Tag 30 andere Ideen. Genau. Also fördert definitiv die Kreativität. Können wir euch empfehlen, falls ihr noch ein Weihnachtsgeschenk für ein Kind sucht oder die tollen Tiere braucht, schaut mal in die Beschreibung, da verlinke ich das Set. Und dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.